Moin, ich bin Daniel und ich habe innerhalb von 2 Wochen die Verkehrsinfrastruktur der Niederlande lieben gelernt. First of all, ich bin mit meinem Auto in die Niederlande gefahren, deswegen fangen wir jetzt auch mit dem Thema Autofahren an. Insgesamt bin ich ungefähr 500 Kilometer gefahren, das meiste auf dem Snelweg, also der niederländischen Autobahn. Trotz einem höheren Verkehrsaufkommen herrscht auf den Straßen ein besserer Flow. Das liegt unter anderem daran, dass für PKWs auf der Autobahn eine Höchstgeschwindigkeit von 130, aber sogar oft nur 100 oder 120 km/h gilt. Dafür sind es meistens 3 Fahrspuren. Die dritte ist oft nur eine Plüstrolk, was einfach eine zusätzliche Spur ist, welche wiederum aber oft nur 2 Meter breit ist. Diese ist aber durch eine andere Frequenz der Streifen auf der Fahrbahn zu erkennen. Es kann aber auch passieren, dass die Plüstrolk über die dynamischen Schilder gesperrt wird. Einige Autobahnkreuze und Dreiecke sind auch etwas besser designt als bei uns. Bei uns kennt man es so, dass diese normalerweise symmetrisch aufgebaut sind und starke Kurven beinhalten. Natürlich gibt es bei uns auch Ausnahmen, aber in der Niederlande wird versucht, den geringsten Widerstand zu nehmen und den Flow aufrechtzuerhalten. Als bestes Beispiel kann man, glaube ich, den Knotenpunkt Amstel nehmen. Das Kreuz ist in der Nähe von Amsterdam und es hat nur eine starke Kurve, bei der man wirklich abbremsen muss. Die restlichen Abfahrten sind schön sanft. Das hier ist ein Beispiel von einem Autobahndreieck in der Nähe von Eindhoven. Spürst du schon den Flow? Ich finde es einfach genial. Als deutsches Beispiel habe ich das Dreieck Allgäu und das Kreuz Biberit auf Höhe von Würzburg rausgesucht. Aber ich muss zugeben, zum Beispiel das Dreieck Karlsruhe hat auch einen super Flow. Und dann gibt es noch so etwas, der Knotenpunkt Riederkerk Nord. Das ist ein reiner Abfuck, wenn man sich das auf der Karte anschaut, aber durch sehr gute Beschilderung und einfach verständlichen Straßen war es sehr einfach, dort entlang zu fahren. Bei einigen Auffahrten nach den Autobahnkreuzen müsst ihr aufpassen, denn da wird aus eurer zweispurigen Straße ganz schnell nur noch eine. Wäre bei mir beim ersten Mal auch fast schief gegangen. Besser sind auch die Kilometerschilder. Bei uns in Deutschland stehen die alle 500 Meter und haben nur die Kilometerangabe drauf. In der Niederlande sind diese alle 100 Meter aufgestellt, auf jeden Fall auf der rechten Straßenseite und zusätzlich manchmal auch noch auf der linken Straßenseite. Zu der Kilometerangabe steht auch immer noch der Straßenname und meistens auch noch das Tempolimit dabei. Generell finde ich die Autobahn bzw. den Snellweg in der Niederlande echt super, da es sich einfach entspannter fahren lässt, obwohl es wie gesagt viel mehr Verkehr gibt. Ich bin meistens mit Tempomat gefahren und konnte so einfach im Flow der anderen mitfahren. Der Spritverbrauch war dadurch sogar 0,5 Liter auf 100 Kilometer niedriger. Aber ich glaube, Sicherheitsabstand ist für die ein Fremdwort, da viele einfach auf wenige Meter auf dich auffahren. Kreisverkehre. Das Thema hört sich sehr stumpf an, aber es gibt tatsächlich einige Unterschiede und die finde ich gar nicht so schlecht. Am einfachsten geht man von einem Kreisverkehr aus, der 4 Ausfahrten hat. Möchte man rechts herausfahren, beginnt man schon vor dem Einfahren in den Kreisverkehr nach rechts zu blinken. Möchte man geradeaus fahren, blinkt man so wie bei uns, also erst direkt vor der Ausfahrt. Und wenn man nach links fahren möchte, blinkt man beim Einfahren schon nach links und kurz vor der Ausfahrt schaltet man dann auf rechts um. Die zweite Besonderheit ist bei mehrspurigen Kreisverkehren eine Aufteilung der Ausfahrten. So kann man zum Beispiel auf der rechten Spur nur nach rechts und geradeaus fahren und auf der linken Spur nur geradeaus und nach links fahren. Bei ganz großen Kreisverkehren gibt es dann zusätzlich noch Ampelschaltungen. Autofahren in der Stadt. Viel bin ich in den Städten nicht gefahren, aber auch dort war immer viel los. Bei Situationen, in denen ich rechts abbiegen musste und es sich wegen einer Ampel etwas angestaut hat, haben mich andere Autofahrer eigentlich immer rausfahren lassen. Ein paar Mal habe ich an Kreuzungen kleine Ampeln auf Augenhöhe von Autofahrern gesehen. Das ist ein cooles Add-on, denn jeder Autofahrer kennt es in der ersten Reihe komisch, nach oben schauen zu müssen. Die Beschilderung ist ebenso in den Städten auffällig gut. Was aber echt kacke ist, sind die Speedbumps, aka Bremsschwellen. Sehr deutsch. Die sind oft in Wohngebieten und vor Fußgängerübergängen sowie kleinen Kreuzungen. Auf der einen Seite sind die wirklich nervend, weil man nur relativ langsam drüber fahren kann, auf der anderen Seite ist genau das der Existenzgrund der Speedbumps. Und es funktioniert halt auch. Außer einige, die geben den Fick drauf und rasen einfach drüber. Parken. Parken in der Stadt ist meistens sehr teuer. Utrecht und Den Haag Central ist man schnell bei 30 Euro pro Tag, je weiter man sich dann vom Zentrum entfernt, wird es natürlich etwas billiger. In Utrecht habe ich mein Auto in einem Park and Ride abgestellt. Dort zahlt man für 24 Stunden 4,84 Euro, für 5 Euro darf man dann sogar noch mit Bus und Tram am selben Tag in die Stadt und zurückfahren. Park and Rides sind sehr verbreitet und kann man echt empfehlen. Öffentlicher Verkehr. Es gibt in den Niederlanden die OV-Chipcard. Ich habe eine anonyme OV-Chipcard, bei der ich Guthaben aufladen und damit dann die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann.
Es funktioniert so, dass du mit der OV-Chipcard ein- und auschecken musst. Beim Zugfahren im Bahnhof gibt es so kleine Schranken, die dich ohne Check-in nicht durchlassen. Wenn man mit der Tram fahren möchte, gibt es an den Haltestellen Check-in-Terminals. Genauso gibt es im Bus dafür kleine Terminals. Also muss man eigentlich nur die Karte hinhalten und glücklich sein. Bei der NS, also der Zuggesellschaft, weiß ich, dass man normale Tickets kaufen kann. Bei Bus und Tram denke ich auch, garantieren kann ich es jetzt aber leider nicht. Zug bin ich nur einmal von Utrecht nach Amsterdam gefahren und natürlich wieder zurück. Das ist eine einfache Strecke von 40 km, hat mich 8 Euro gekostet und ungefähr 30 Minuten gedauert. Da ich nicht so der große Zugfahrer bin, habe ich mal geschaut, was bei mir vergleichbare Strecken kosten würden. Kempten nach Kaufbeuren kostet 11 Euro, dauert auch an die 30 Minuten und mit dem Auto wären es 38 Kilometer. Kempten nach Memmingen kostet 9,30 Euro, dauert 25 Minuten und mit dem Auto wären es 37 Kilometer. Im kleinen Vergleich scheint es also etwas billiger zu sein. Um es aber wirklich ausführlich bewerten zu können, fahre ich viel zu wenig Zug. Interessant war, dass man im Zug kostenloses WLAN hat. Ich habe es einmal mit 3 bis 5 Mbit pro Sekunde gemessen. Tram bin ich in Utrecht vom Park & Ride ins Zentrum gefahren. Für ungefähr 5 Minuten und 14 Kilometer habe ich 1,60 Euro bezahlt. Übrigens war es die Tram, in der am 18. März traurigerweise eine Schießerei stattgefunden hat. Bus bin ich nicht gefahren, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Fahrräder. Nun eigentlich das Offensichtlichste für die Niederlande, die Fahrräder und Fahrradwege. Ich muss zugeben, ich bin in den Niederlanden kein Fahrrad gefahren, aber ich habe obviously ganz viele gesehen. Man merkt einfach, dass die Niederlande das Land der Fahrräder ist. Ich glaube, es war in Eindhoven, wo ich eine Straße gesehen habe, die so einen breiten Fahrradweg hatte wie Spuren für die Autos. Das coolste überhaupt ist, glaube ich, der Hufenring in Eindhoven. Ein schwebender Kreisverkehr nur für Fahrräder. Dazu habe ich sogar jetzt auch noch einen Vorortbericht. So, jetzt sind wir hier in Eindhoven beim Hufenring. Und zwar schaut das so aus. Sieht man jetzt, glaube ich, einigermaßen. Und ich hoffe, ihr könnt es mir verstehen, weil es eigentlich relativ windig ist. Aber was ist das Ganze, der Hufenring? Das ist eigentlich ein schwebender Kreisverkehr für Fahrradfahrer. Deswegen finde ich es eigentlich richtig cool. Ich glaube, einer der einzigen sogar. Das ist über eine Kreuzung, wenn man von der A2 kommt, Richtung Eindhoven. Ist, glaube ich, auf der nördlichen Seite. Und da wollt ihr jetzt heute einfach mal drüber laufen. Hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber es schaut eigentlich ganz cool aus. Und ja, mal angucken. In der Mitte hier ist 70 Meter hoch und eigentlich nur an Stahlseilen. Beziehungsweise Stahlseile halten dann den Kreisverkehr. Und da gab es am Anfang mal ein paar Probleme, da dann als die Kreuzung Schwingungen entstanden sind. Und somit musste man das dann erst wieder schließen. Und dann nach einem halben Jahr konnten wir es erst reparieren wegen Wetterbedingungen, weil es Winter dann war. Und wie gesagt, der Stab ist 70 Meter hoch. Es ist eigentlich schon ganz witzig, hier drüber zu laufen. Auch wenn man dazu sagen muss, ich glaube, man darf gar nicht drüber laufen. Das ist, glaube ich, eigentlich nur für Fahrräder gedacht. Aber das ist schon cool. Aber auch ein bisschen komisch. Ich mag so Brücken eigentlich nicht so gern. Der Bau von dem ganzen Hufenring hat dann am Ende 11 Millionen Euro gekostet. Und das ist eigentlich schon ganz schön viel für nur einen Kreisverkehr für Fahrradfahrer. Aber den Nutzern gebe ich auch viele und es fahren jetzt auch um die Uhrzeit vormittags eigentlich auch schon relativ viele drüber. Und ich glaube, das ist auch ganz praktisch, weil man sich dann einfach viele Ampeln spart. Und beziehungsweise halt den ganzen Fußgänger und Radverkehr und Hauptkreuzungen spart. Und das sind einfach große Kreuzungen hier. Eben hier kommen wir von der A2, glaube ich. Und hier geht es, glaube ich, nach Feldhofen oder so. Ganz genau weiß ich es nicht. Aber eben, wie gesagt, sind es große Kreuzungen und so spart man sich dann eben viel Verkehr unten auf der Hauptkreuzung. Das schaut cool aus. In Delft habe ich kleine Verkehrsinseln für Fahrräder gesehen, fand ich schon sehr witzig. Auch kann man noch den Aufbau von dem Kreisverkehr um das Airborne Monument in Arnhem erwähnen. Dort hat man oben den normalen Straßenverkehr und eine Ebene darunter Fahrräder und Fußgänger. Man findet einfach immer wieder, ich nenne es mal, spezielle Vorkehrungen für Fahrräder. Finde ich sehr gut. Fußgänger. Als Fußgänger fühlt man sich tatsächlich manchmal etwas verarscht, da es mir mehrfach passiert ist, dass der Fußgängerweg einfach aufhört und nur noch ein Fahrradweg vor einem ist. Sonst kann man zum Thema Fußgänger nicht mehr so viel sagen, deswegen kommen wir auch gleich zum Fazit. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, habe ich innerhalb von den 2 Wochen die Verkehrsinfrastruktur lieben gelernt. Direkt auf dem Nachhauseweg auf der deutschen Autobahn habe ich mir gedacht, wie doof das hier eigentlich ist. Generell würde ich sagen, dass die Verkehrsinfrastruktur besser ist als in Deutschland. Aber ich habe erst einen kleinen Teil der Niederlande gesehen und denke, dass es auch noch Schattenseiten gibt. Deswegen lasse ich mein finales Fazit erstmal offen, aber der Ersteindruck war sehr gut. Und jetzt noch eine Frage an euch.
denkt ihr, dass ein Tempolimit von 130 km/h in Deutschland möglich ist? Das war's jetzt aber auch mit dem Video. Über Feedback in den Kommentaren freue ich mich natürlich. Und ja, ciao, bis zum nächsten Video. Man sieht sich.